Im Amazonas-Regenwald in Ecuador zeichnet sich eine Umweltkatastrophe ab. Nach schweren Regenfällen in der Provinz Napo wurde eine Ölpipeline durch einen Erdrutsch beschädigt. In der Folge liefen große Mengen Rohöl aus. Arbeiter versuchen nun, das Schutzgebiet zu retten. Alles, was da war, die Natur, die Tiere, wird nicht wieder so werden, wie es war. Es wird nicht wieder so werden, wie es war. Selbst wenn alles sauber gemacht wird, selbst wenn sie zahlen, was auch immer sie zahlen, es wird nicht wieder so werden, wie es vorher war. Das auslaufende Öl hat auch Wasserquellen und Flüsse verunreinigt, aus denen Indigene ihr Trinkwasser beziehen. Die Pipeline ist ohnehin umstritten. Sie befördert Öl aus dem Amazonas-Regenwald zu den Häfen am Pazifik. Immer wieder werden die Rohre durch Bodenerosion beschädigt. Wir sind empört. Wir sind seit fast 2 oder 3 Jahren hier und es gibt immer wieder Fälle von Ölverschmutzung. Die Natur hier ist nicht mehr gesund, sondern verschmutzt. Es ist ein verschmutztes Gebiet. Unsere Kinder, unsere Enkel, Touristen werden nicht mehr herkommen. Schon vor wenigen Wochen hatte die Betreibergesellschaft nach einem Vorfall aktiv werden müssen. Und im Mai 2020 verschmutzten weit mehr als 2 Millionen Liter Öl Nebenflüsse des Amazonas.